Jornal. Einen schönen Abend wünscht Barbara Schieder. Die Rettung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol steht unter keinem guten Stern. Auch der heutige Versuch wird von Angriffen überschattet. Ausgesprochen schwierig gestaltet sich auch eine Einigung aller EU-Mitglieder auf ein Ölembargo gegen Russland. Um die Spekulationen darüber, was Russland am symbolträchtigen 9. Mai vorhat, gibt es heute unter anderem im Europa-Journal. Unterdessen kämpfen Flüchtlinge, die es aus der Ukraine nach Österreich geschafft haben, mit dem Wirrwarr zuständiger Behörden. Nach der Aufregung um den Vorschlag von Bundeskanzler Nehammer, krisenbedingte Gewinnsprünge staatsnaher Unternehmen abzuschöpfen, prüft das Finanzministerium jetzt mögliche Wege der Umsetzung. Der zweite Lockdown für Ungeimpfte war verfassungskonform, hält heute der Verfassungsgerichtshof fest. Unterdessen will sich die Bundesregierung diesmal rechtzeitig auf das vorbereiten, was uns im Herbst erwarten könnte. Der Gesundheitsminister folgt unterdessen mit einem Vorstoß in der Debatte um Kassenärzte versus Wahlärzte für hohe Wellen. Keine Wellen, aber Regen erwartet uns am Wochenende. Gerald Holzinger. Heute Abend und in der kommenden Nacht dicht bewölkt und es ist verbreitet mit Regen zu rechnen. Überwiegend mäßigem Wind aus Nord bis Ost bleibt es mild, die Temperaturen sinken auf 14 bis 6 Grad. Der morgige Samstag verläuft meist trüb und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 11 und 19 Grad, bei 2000 Meter Höhe um 4 Grad. Der Sonntag wird wärmer und bringt fast überall eine Mischung aus Wolken und etwas Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich übermorgen wieder vermehrt Schauer und auch einzelne Gewitter. Nur im Norden vom Innviertel bis zum Weinviertel verläuft am Muttertag meist trocken und auch länger sonnig. Frühsommerliche Aussichten gibt es dann für die kommende Woche. Auch heute wurde in der Ukraine ein neuer Versuch unternommen, Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol in Sicherheit zu bringen. Doch auch heute gestalten sich diese Versuche.